Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Welt der Wissenschaft. In unserem ersten Beitrag berichten wir über die junge Geologin Efi Leuchtgelb und ihre außergewöhnlichen Gesteinsfunde im Dunkelsteiner Wald in Niederösterreich. Nomen ist hier tatsächlich Omen, da es sich bei den Funden um dunkle Steine meteoritischer Herkunft handelt, deren Hauptbestandteile Schokolade und Zucker sind. Experten rätseln nun über den Ursprung dieser bisher unbekannten Schokoliten. Also bei den Grabungen im Gelände hat sie sehr schnell herausgestellt, dass es sich um mir bisher unbekanntes Gestein handelt. Ich habe dann natürlich im Gelände sofort die gängigen Proben wie Geruchstest, Härte, Ritztest und so weiter durchgeführt. Und der Geruch war schon im Aufschluss sehr stark süßlich. Und das ist natürlich für jeden Geologen eine Sensation, erst einmal einen Meteoriten zu finden. Und dann haben die Tests weiter ergeben, dass es sich hierbei um einen Steinmeteoriten handelt, den sogenannten kohligen Chondriten des Typs S. Hier wurde sofort eine neue Meteoritenklasse definiert, weil die Hauptbestandteile dieser Meteoriten Schokolade und Zucker sind. Somit heißt eben der kohlige Chondrit des Typs S, benannt nach dem Fundort Hafnerbach. Und es ist wirklich eine Sensation und für mich als Wissenschaftlerin natürlich unbeschreiblich, so etwas gefunden zu haben. Und auch andere Geologen interessieren sich ganz stark für diesen Fund. Ich möchte hier vollauf bestätigen, dass die Frau Leuchtgelb eine sensationelle Entdeckung gemacht hat auf dem Gebiet der Meteoritenkunde. Der von ihr gefundene Meteorit ist in der Tat eine Sensation. Und zwar aus diesem Grund, da dieser Meteorit in keine etablierte Meteoritenklasse passt. Das heißt, wir müssten unsere bisherige Einteilung der Meteoriten vollkommen neu überdenken. Und erst dann können wir diesen Meteoriten wieder einordnen in ein neues Schema. Das Besondere an diesem Meteoriten ist, also er wird zur Gruppe der sogenannten CS-Meteoriten gehören. Das sind die kohligen Meteoriten mit Schokoladeanteil. Und das Besondere ist eben, dass zum ersten Mal der Kohlenstoffgehalt in einem Meteorit hauptsächlich an Schokolade gebunden ist. Und als Kurator der Wiener Meteoritensammlung bin ich daher auch höchst interessiert, ein repräsentatives Stück von diesem Schokolademeteoriten für unsere weltberühmte Meteoritensammlung zu bekommen. Die sogenannten Schokolite wurden natürlich weiter untersucht und es wird jetzt auch spekuliert, von wo sie kommen könnten. Es gibt bereits Vermutungen in Richtung des Planeten Schlaraffenland. Genaueres kann ich aber erst nach weiteren Funden und Auswertungen sagen.